Ab jetzt wird erstmal täglich eine Pressekonferenz der chinesischen Gesundheitsbehörde abgehalten. Auch heute haben sie noch mal massivst die Bevölkerung da aufgefordert, sich zu schützen vor diesem Virus. Das wird die Bevölkerung und die meisten Chinesen aber nicht beruhigen. Wir haben noch nie oder seltenst so viel Kritik offen formuliert an der chinesischen Regierung gelesen, erlebt im Netz und in diversen Foren. Das Misstrauen, dass die Situation schlimmer ist als bekannt, die ist definitiv da und bleibt auch. Es gibt Bilder, wo man sehen kann, dass selbst hier in Peking in Kaufhäusern Regale leer gekauft wurden. Es gibt erhöhte Lebensmittelpreise mittlerweile. Und trotzdem muss man sagen, dass in China zumindest die Menschen nicht panisch wirken. Es scheint keine Panik zu geben. Aber sie sind sauer und sie sind sehr misstrauisch. Und weil das so ist, bereiten Sie sich vor und man könnte sagen auf den Worst Case, auf den schlimmsten Fall. Wir haben im Moment Kontakt zu einer Frau, die in Wuhan im Krankenhaus ist. Dort liegt ihr dreijähriger Sohn, der hat hohes Fieber und eine Lungenentzündung. Die Ärzte können ihr im Moment nicht sagen, ob er an dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Solche Geschichten, solche Fälle gibt es zahlreiche, die auch schon im Netz kursieren. Und es gibt immer wieder Appelle und Hilferufe auch von Ärzten, die überfordert sind, am Limit sind, das Krankenhauspersonal. Die chinesische Regierung schickt Verstärkung dahin, aber all das schürt nicht wirklich das Vertrauen.